Läuft. Herzlich willkommen zum Gemüsefahren-Podcast und auch heute als Verstärkung der gute alte Tom Arter. Abend, Tom. Hallo Arti, hallo junges Gemüse. Genau, wir schauen uns heute mal was von Y-Kollektiv an. Das ist ein bisschen eine Premiere für uns, weil sonst haben wir irgendwie andere Formate gehabt. Und stimmt eigentlich, ja. Ja, man muss ja aber dazu sagen, Y-Kollektiv ist ja trotzdem unsere Zielgruppe, weil es ist auch irgendwo GEZ-finanziert. Also wenn ich jetzt hier auf die Kanalinfo gehe von Y-Kollektiv, da steht da, im Auftrag von Radio Bremen für die ARD. Eine Produktion der Sendefähig GmbH. Also es ist jetzt, die sind jetzt nicht direkt angestellt bei der ARD, aber im Auftrag von, also ist es alles dieselbe Soße. Die werden von denen bezahlt, also. Ja. Richtig, richtig. Also von uns. Also von Passt uns. Schon. Genau. Ja, ja, und es geht um Hitler-Memes. Genau, es geht um Hitler-Memes an Schulen. Politisch nicht aufgeheizten Lage ist das doch mal ein Thema. Richtig. Das ist vom 11. September, diese Doku, letzten Jahres. Also Gefühl. Ach so, oh Scheiße. Hast recht, ja. Interessantes Datum. Was, vom letzten Jahr tatsächlich? Okay. Genau, 11. September 2023. Und geht wohl um Memes an Schulen und wie man da böse rechts wird. Und das ist doch genau was für uns, weil da kennen wir uns aus. Ja, dann los geht's. Ja, los geht's. Dieses Foto sorgt Anfang April für Aufsehen. Jugendliche zeigen den Hitlergruß. Das ist eine Straftat. Und sie laden das Foto nachher selbst auf Insta hoch. Einfach. Ich muss ja gleich erstmal pausieren. Weißt du, wer das ist hier, diese Tante? Nee, ehrlich gesagt nicht. Will ich das wissen? Ja, die ist ein bisschen berühmt-berüchtigt geworden durch ihre Arbeit bei Y-Kollektiv. Das ist Caroline von der Gröben. Ihre Eltern sind selber irgendwie mal Moderatoren gewesen. Ich glaube bei RTL oder irgend so ein Kram. Also so, die hat so ein bisschen Promi-Eltern, kannst du schon sagen. Jedenfalls, die jetzt hier, diese Caroline, die hatte schon mal ein Format gemacht, so eine Reportage gemacht bei Funk. Da ging es um Alkoholkonsum. Und da hat die halt erzählt, dass die... Wie ist das? Ja, dass die 4-5 Tage die Woche immer schön trinkt, aber ich bin ja keine Alkoholikerin. Und du musst mal hier übelst drauf achten, wenn die spricht. Ich muss ihr Poster über mein Bett hängen, auf jeden Fall. Wenn die hier spricht, musst du mal übelst drauf achten, wie die lallt. Also, die ist safe eine Alkoholikerin. Okay. Ja. Nur dämlich oder wird rechtsradikales Gedankengut salonfähig? Okay, wir können auch so ein bisschen ein Meme-Rating machen. Mein Neger steht hier und der gute Typ da lacht. Keep calm steht mal unten. Ich weiß nicht, ob das zum Meme dazu gehört. Also ich glaube, das ist das nächste Meme. Ich meine, solche Memes leben ja davon, dass man Sachen sagt, die man eigentlich nicht sagen sollte, weißt du? Also, dass sie ja, natürlich inkorrekt sind. Memes, das macht sehr witzig. Also, mein Neger, das ist ja halt zu dem Englischen, was ich jetzt nicht sagen darf, wahrscheinlich hier auf YouTube. Die englische Übersetzung davon jedenfalls. Ja. Ja, das ist auch irgendwie witzig. Ich meine, jetzt nimm dir mal einen Habeck und schreib darunter mein Held. Was für ein Witz. Wobei ja, mittlerweile wäre es wahrscheinlich schon einer, aber es ist halt kein Meme, ne? Es ist einfach nur Schrott. Und ich kann jetzt schon bei diesem einen Meme, was wir hier sehen, sagen, derjenige, der das postet oder erstellt hat oder irgendwas, der muss jetzt nicht zwingend Hitler toll finden. Also, das halte ich sogar eher für unwahrscheinlich. Es ist so ein klassischer Edgelord, wie man so schön sagt. Ja, das ist, Hitler hat halt was Anrüchiges, was verboten ist, und dadurch ist es lustig. Ja, also, dann noch das Wort Neger und halt dann noch diese Übersetzung von mein... Genau. Ne? Ja, ja. Ja, passt. Richtig. Passt. Hm. Eigentlich haben wir damit jetzt die Folge schon geklärt. Also, wir haben uns das 14 Sekunden angeschaut. Das Einzige, was ich noch anmerken will, dadurch, dass wir das wieder auf 1,3 laufen lassen, wird ihr Lallen wahrscheinlich gar nicht so durchkommen, ne? Ah, stimmt, okay, schade, also, na egal. Wir haben es sozusagen auf, wie soll ich sagen, auf, ich bin nüchtern Geschwindigkeit gestellt. Genau, wir hören das auf nüchtern, richtig, okay, weiter. In Klassenchats und auf sozialen Medien sind Hitler-Memes und Vergasen. Das, okay, das als Sticker, ist halt so wie der Gulag-Sticker im Honigforum oder so. Ja, abschieben. Kommt auf den Kontext an. Also das kannst du halt im Gruppenchat machen, wenn jetzt einer schreibt, ich mag Pizza Hawaii oder so, weißt du? Dann musst du halt der nächste vergasen oder so, dann ist es dadurch lustig. Also dieser Sticker jetzt zum Beispiel, der wird sich so in dieser Form niemals auf Juden beziehen zum Beispiel oder andere Minderheiten. Das, also wenn der gepostet wird, da wette ich Steinbein drauf.
Ja, das sagen wir jetzt, ne? Zwinker. Ja, wette ich Stein und Bein drauf. Ja. Das hat Also ich Leck. finde den jetzt, also den finde ich tatsächlich nicht lustig, aber es kann, wie du schon sagst, im Kontext lustig sein. Ja, Ne? ja, ja. Was hat sie Ist und noch? Hitlers Dicker längst Mainstream. Keep calling. Okay. Okay, Okay. Scheiße, der hat mich. Weil er Das so klang schön so dumm lustig. ist. Ja, da ist so lustig einfach dieses Englisch und dann das Deutsch. Und was für deutsche Wörter, also. Huh. Oh Gott. Das Also ist die stumpf. warte, aber Genau ja, meins. aber jetzt mal unter uns, Arti, ich habe jetzt davor zurückgeschreckt, das hier auszusprechen. Dürfte man das überhaupt? Also da, vielleicht, dass wir uns selber mal ein bisschen darauf konditionieren, da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Also sonst ist unser Kanal vielleicht weg. Also wir lesen das mal, also solche Sachen, aber. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich bin ja auch zum Glück kein Juristerei-Verfechter. Ja. Ihr seht alle, was da steht. Sieh geil, ich denke, das kann man sagen. Sieh geil, okay. Heilpflanzen so hoch, Aber ja. woher. Oh, ja, Entschuldigung, ich dachte, wir machen das so. Mainstream, angeblich nur aus Spaß. Aber wo hört der Spaß auf? Diese Grenze wurde gar nicht eingehalten, was eigentlich schwarzer Humor ist und wo fängt halt wirklich dieser Antisemitismus an. Um das herauszufinden, Das sagt sprechen mein sie Kollege sehr schön. Joshua und ich mit Lehrern. Da wurden Hitlergrüße gezeigt, da wurden Aussagen getätigt, die einfach verfassungsfeindlich sind. Und mit Schülern aus ganz Deutschland. Die Sowas fehlt kennt das man bei ja gar einer nicht, Abschlussfunktion in dem erstaunlich. Bereich, dass man einfach nicht mehr sensibel dagegen ist, was rechte Warte Inhalte. mal. In ihrer Videobeschreibung gendern die nämlich. Ach so, Deswegen hätte okay. ich jetzt erwartet, dass ihr, du weißt, schon kommt. Naja, die Caro ist besoffen, die kann nicht gendern. Geht das da Na? nicht leichter von der Hand? Ich Wenn du das hier nach dem dachte. dritten Bier einsprichst und dann der vierte Tag in Folge am Saufen. Du musst doch Ja. nur Schüler und dann Lilla sagen, dann hast du es doch geschafft. Nee, jetzt kriegt ihr nicht gebacken. So, ich will nochmal kurz den Typen hier geben, was er sagt. Moment. Schülern aus ganz Deutschland. Zu was führt das denn? Zu einer Abstumpfung in dem Bereich, dass man einfach nicht mehr sensibel dagegen ist, was rechte Inhalte sind, was vielleicht auch rechte Propaganda ist. Und konfrontieren die, die solche Okay. Inhalte hochladen. Ja, auf jeden Fall ist dann die Polizei zu uns in die Schule gekommen, hat uns aus dem Unterricht rausgezogen. Wie gefährlich ist die Normalisierung der NS-Zeit? Erkennen wir so noch, wer wirklich radikal ist? Weil er hat ja versucht, hier Menschen zu töten. Boah, übelst tiefsinnig. Der hat versucht, Menschen zu töten. Okay. Der ist in die Geschichte immer Kreide holen. Ja. Okay, ab geht's. Ey, ich freue mich jetzt schon. Ja. Caroline von der Grünen, genau, das Auf ist er. Instagram ruft eine Seite zur Jagd auf diese beiden auf, Laura und Max. Sie waren die Lehrer einiger der Kinder, die den Hitlergruß auf dem Foto zeigen. Es ist nicht das erste Mal, dass ihre Schüler mit verfassungsfeindlichen Symbolen auffällig werden. Bei der Schulleitung stoßen die beiden auf taube Ohren, als sie die Probleme anprangern. Daraufhin gehen sie mit einem offenen Brief an die Presse und werden bedroht. Heute sind sie das erste Mal wieder zurück in der Stadt, in Burg, in Brandenburg. Tatsächlich habe ich mich. Warte, was? Die sind aus der Stadt geflüchtet? Das Oder habe ich was? ohne. Das habe ich jetzt ohne so ganz verstanden. Also, die wurden irgendwie angefeindet, weil die Lehrer waren von der Schulklasse, die hier den Hitlergruß gemacht hat. Oder Aha, irgendwelche anderen Symbole da erstmal gezeigt. Oder aber die ja. sind ja offensichtlich die beiden dagegen. Also, sonst wären die ja nicht bei der Doku jetzt hier dabei. Also, die haben denen das ja nicht eingetrichtert. Ja, und anscheinend war der Gegenwind so groß von dem bösen rechten Landvolk, dass sie erstmal aus der Stadt geflüchtet, jagt worden Ich sind. hoffe, das wird noch erklärt. Also das kommt mir jetzt sehr spanisch vor. Ich zweifle das mal stark an. Zu der Schulklasse, das wird vielleicht auch noch hoffentlich noch mal so ein bisschen irgendwie ausklamüsert, weil so jetzt, Stand jetzt, naja, klar, wenn die Schulklasse da einen Hitlergruß macht, ist schon irgendwie sehr edgy. Aber auch da noch mal, also wir reden hier von fucking 14-Jährigen. Das sind nun mal naturgeborene Edgelords. Also ihr erinnert euch selber, wie ihr wart in der Pubertät. Ja, natürlich. Da macht man halt das, was irgendwie verboten ist. Das ist halt witzig. Richtig, Also, du wirst anecken, ja. um Reaktionen zu provozieren. Genau. So jetzt, also, das hat sich Ich doch seit weiß Jahrtausenden nicht geändert. zum Beispiel noch einen Kumpel von mir, der auch damals schon links war, so wie wir alle links waren, weil wir halt so durch die Schule davon indoktriniert waren. Und der aber heute noch links ist, der hat sich zum Beispiel mal auf so einer Klassenfahrt einen Führerwein in Italien geholt. Weil es halt edgy war, weißt du? Also war Ja, halt so eine Weinflasche, wo halt Hitler drauf ist. Also der steht null hinter Hitler oder so. Er fand das halt mit das ist ein 15, Meme, 16 ne? waren Ja. wir. Ja, war lustig irgendwie. Oh, es ist ja verboten und so. Oh, guck mal, wie krass. Führerwein. Und ich denke jetzt mit der Schulklasse, ganz ehrlich, ich gehe fest davon aus, es wird genauso sein mit dieser Hitlergruß. Ich finde das halt Ah, alle. gepaart noch mit so ein bisschen Gruppenzwang, ne? Mh, Also ja, du auf jeden kennst doch Fall. wahrscheinlich hier das Buch oder dann auch die Verfilmung Die Welle, ne? Richtig. Das ist ja genau so dieser Mechanismus, der abläuft.
Ne, wenn ja, du eine wenn kritische Masse erreicht, dann ja. wird halt der Rest, der so mehr oder weniger Mitläufer ist, der wird dann halt mitziehen, um auch ja, cool sein zu wollen und kein Spielverderber sein zu wollen. Da reicht es eigentlich schon, eine kleine Gruppe, die halt ja, so die coolen Kids sind in der Klasse, weißt du, die halt so ein bisschen die Tonangeber sind und dann verbreitet sich sowas halt, weißt du, dann machen die halt mal so einen Scheiß, also ja. Wir gucken mal weiter. Ich hoffe, das wird hier alles noch ein bisschen ausklamüsert. So. Tatsächlich habe ich mich recht unwohl gefühlt, als ich hierher gekommen bin, weil ich nicht wusste, so richtig, was mich erwarten wird. Ihr seid im Prinzip gerade hier bekannt wie zwei bunte Hunde. Ja, voll. Tatsächlich. Also ich glaube, wir sind ja auch nicht gerne gesehen. Kein Wunder, dass ihr diesen Eindruck habt. Wollen wir mal raten, was die beiden so für Fächer unterrichten? Ja, gerne, gerne. Okay, also er macht nicht Sport. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber so richtig Naturwissenschaften bin ich halt auch nie so an Bord, ehrlich gesagt. Könnte ich mir aber irgendwo vorstellen, vielleicht noch. Vielleicht liegt es an der Brille. Keine Ahnung. Ich sage, er macht so Ethik und vielleicht Geschichte. Ja, ja. Und sie ist Deutschlehrerin. Deutsch, Englisch vielleicht oder sowas, ja, ja. So haben wir die wichtigen Dinge gesprochen. Ja. Mit einem Foto der beiden und der Aufschrift Piss dich nach Berlin. Das war so mit von mir. Also es war wirklich, sag ich mal, also es kam irgendwo auch irgendwie die Nachricht, es waren nur 30 Sticker, aber ich meine, allein an diesem Laternenwahl klebten schon 4 oder so. Und das war ein bisschen mehr. Also das hier war im Grunde genommen war der ganze Ort voll, auch hier hinten am Hafen hingen wohl Sticker. Das war dann so eine, nochmal so eine reale Bedrohung. Also wir müssen ja so ein krasses Feindbild sein dafür, dass wir uns für demokratische Werte eingesetzt haben, dass man uns versucht, hier aus diesem Ort zu verjagen. Und irgendwie Also, die müssen ja den Schülern, die müssen denen ganz schön auf die Nerven gegangen sein, wenn da mehrere Schülergruppen jetzt hier irgendwelche Sticker-Aktionen machen, speziell gegen diese Lehrer. Also, ich hoffe, wir finden hier noch mehr Hintergründe. Also, das sind bestimmt übelst merkwürdige Lehrer, die da sich wahrscheinlich, vielleicht haben die sich auch über solche Memes halt aufgeregt, die gemacht haben, nur wegen dem Hitlergruß oder so. Und dann ist das so eskaliert, könnte ich mir sogar vorstellen. Also damit du einen Jugendlichen dazu bringst, dass er in seiner Freizeit noch Geld ausgibt, um Sticker drucken zu lassen, da musst du schon, ne? Also so ein Instagram-Foto für 0 Euro ist was anderes als wirklich hier noch, ne? Und dann musst du die ja auch noch, als Jugendlicher hast du eigentlich keinen Bock auf irgendwas, dann noch irgendwie hier so Sticker-Aktionen rumkleben. Boah, das artet noch in Arbeit aus, also wie du schon sagst, die müssen denen ordentlich auf den Pisser gegangen sein. Ja. Dass er es noch so betonen muss, für die Demokratie habe ich hier eingestanden. Ja, also an dem Satz habe ich schon, gemerkt, also mit dem seiner Art wird er einfach die Schüler auch genervt haben. Hm. Ich denk, das hat das alles so ein bisschen ins Rollen gebracht. Diese lehrerhafte Art, diese Oberlehrerart. Ich meine, klar, er ist ein Lehrer, aber es ist halt ein Unterschied, ob du ein Lehrer bist, der so ein bisschen auf Augenhöhe mit den Schülern agiert, oder du machst ihn auf Oberlehrer. Wir müssen uns für demokratische Werte einsetzen. Also eure Hitler-Memes finde ich ja echt nicht cool, weil der hat ja Leute getötet. Ich bin aber nicht mal der Verfechter, dass ein Lehrer auf Augenhöhe sein muss. Also ein Lehrer kann auch, also den Typus gibt es auch, das kann auch funktionieren. Was halt auch, finde ich, meistens besser funktioniert, ist, wenn der Lehrer als ich weiß mehr als du und ich bringe dir das jetzt bei Personen. Also als weißt du wirklich was? Als klassischer Lehrer so auftritt. Weißt du was? Du hast recht. Natürlich. Ja, ein Lehrer muss auch Autorität ausstrahlen. Aber du weißt, was ich meine. So dieses, halt im Sinne von politischer Korrektheit. Ja, klar. Also ich weiß alles besser als ihr und deswegen, ich bringe euch das jetzt bei, weil ihr seid dumm. Und meine politische Meinung ist natürlich die einzige richtige. Es gibt gar keine andere politische Meinung. Also es darf nur links geben. Rechts ist böse. Ich habe ja in Berlin studiert und ich bringe euch jetzt mal das Licht, ihre Hinterwäldler in, wo sind wir jetzt eigentlich, in Brandenburg? Ich weiß es gerade nicht. Glaube. Ja. Okay, Abflug. Irgendwie hat es auch geklappt, denn sowohl Laura als auch Max kehren nicht mehr an die Schule in Burg zurück. Zu groß der Trubel. Also ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich, man kann leider sagen, froh, dass ich diesen Versetzungsgedanken schon vorher hatte. Und da habe ich dann gedacht, okay, als ich die Sticker gesehen habe, war es für mich nochmal so eine richtige Entscheidung, ne? War aber übel. Und es geht auch noch doller. Eine Instagram-Seite ruft zur Jagd auf die Lehrer auf. Die Seite ist nicht mehr online. Zeckenjagen. Oh, interessant. Jagd auf Max Teske, Laura Nickel. Also namentlich auch, ne? Also da ist schon, und ich glaube, das Bild ist Jagd, das ist ja schon auch ein sehr bedrohliches Wort. Ja.
Habt ihr das eigentlich mal bereut? So, nee. Dass ihr... Ach, gar nicht. Wir hatten ja eigentlich mit all dem Recht, würde ich sagen. Wir hatten Recht mit dem, was wir da eigentlich angekreidet haben. Und ich meine, es ist eben doch, am Anfang habe ich mal gedacht, okay, das betrifft diese Schule, betrifft die Schulleitung vielleicht oder irgendwas. Also ich habe irgendwie das relativ auf diese Schule bezogen und habe gedacht, der Ort hat vielleicht damit nicht so viel zu tun. Aber das ist so kurz gedacht gewesen. Was habt ihr denn angekreidet? Ich will jetzt konkrete Informationen. Was war denn jetzt so schlimm? Also klar, mit dem Hitlergruß ist eine verbotene Geste, verfassungsfeindliche Geste, die eine Klasse nicht machen sollte, auf keinen Fall. Aber ich will jetzt hier auch noch ein bisschen mehr Beispiele sehen. Let's go. Ja, aber warte mal, ich muss ja dazu sagen, also die sind noch jugendlich, also wahrscheinlich im weitesten Sinne strafunmündig. Ne? Ich erinnere ja an diesen Wolfsgruß, um mal das Gegenbeispiel zu bringen, von dieser Integrationsklasse oder was das da war. Ja, ne? ja. Die Leute waren Ü18, ist auch gar nichts passiert. Ne? Also dieses wird wieder mit zweierlei Maß gemessen hier. Vielleicht ganz kurz, Arti, die Stammhonigwabe-Zuschauer oder sonst was, wer viel so in unserem Spektrum was schaut, der wird das jetzt wissen, aber für alle anderen vielleicht ganz kurze Erklärung. Also es gab so eine Integrationsklasse und Nancy Faeser hat mal so ein Foto von sich machen lassen, also unsere jetzige Innenministerin, wo die halt vor diesen vielen Schülern steht, in einem Schulgebäude oder so. Mit der Abschlussklasse, ne? Genau, und das war die Abschlussklasse dieser tollen Willkommensunterricht oder Integrationsunterricht, irgendwas hast du nicht gesehen. Jedenfalls im Hintergrund waren so drei, vier Jungs, die haben halt so einen Wolfsgruß gemacht und das ist halt von einer rechtsextremen muslimischen Organisation. Genau, das ist auch die größte rechtsextreme Gruppe Deutschlands, die Grauen Wölfe. Ja. Lustigerweise. Ja. Also was ich jetzt allerdings mal zur Verteidigung sagen muss, also diese Jagdansage finde ich tatsächlich drüber. Ja, na unbedingt. Aber ist immer noch in diesem Kontext, wir provozieren, was können wir machen, um richtig schön anzuecken. Ja, Tata, wir machen hier sowas. Ja, ich muss dazu sagen, ich kann jetzt nicht sagen, genau ins Detail gehen, sonst werde ich gedoxt, aber an meiner Schule gab es auch so ein Ding, da gab es eine Lehrerin, die war extrem unbeliebt und dann wurden halt so F irgendwas, wurde halt hingeschrieben irgendwo an Bänke und alles, das war halt eine Abkürzung, das stand halt für fick diese Lehrerin, weißt du? Und das war halt genau so ein Ding letztlich, also weil die Lehrerin war halt extrem unbeliebt einfach durch ihre Art und da war das halt auch so ein Meme, dass alle irgendwie das irgendwo hingeschmiert haben. Und, also und sie, so sie wusste, was das heißt? Oder nee, lustigerweise nicht. So, da gibt es ein berühmt-berüchtigtes Klassenfoto, wo einer das sich aufdrucken lassen hat aufs T-Shirt oder so und im Hintergrund steht und die vorne lächelt, weil es die Klassenlehrerin war. Also bei uns gab es mal so eine Veranstaltung, da sollten dann die ganzen Zwölftklässler für ihre Leistungskurse sozusagen eine kleine Laudatio machen und die anderen haben alle so gesagt, ja hier und so, das macht ja toll und dies, das und bei uns hieß es dann so, naja, bei Frau XY, ihr werdet schon erleben, was ihr davon habt, so, diesen Leistungskurs zu wählen. Ah, okay, nice. Ja, also... Oh Mann. Will sagen, Schüler müssen nicht immer ihre Lehrer mögen und können dann auch ganz schön grausam sein. Ich meine, ihr könnt euch auch mal Schlomo anhören, was der immer erzählt von seiner Schule, wie er die Lehrer getriezt hat, dass er da irgendwie angefangen hat zu summen, zum Beispiel so, dann hat die ganze Klasse so Psychoterror, ja. Ja, ja, Schüler machen halt Scheiß. Und das ist drüber mit dem Jagd, diese Typen, ja, da gebe ich dir absolut recht, das ist drüber. Mal gucken, was sie noch für eine Meinung, die eigentlich nicht kontrovers sein sollte. Hitlergrüße haben an Schulen nichts verloren. Wir machen uns auf auch da, natürlich, Hitlergrüße haben an Schulen nichts verloren. Völlige Zustimmung, logisch. Ja. Auf den Weg zu besagter Schule und stellen fest, auch nach Wochen sind die Sticker immer noch nicht richtig entfernt. Zeichen dagegen seitens der Stadt sehr anders aus. Seid ihr selber hier lang? Habt ihr es abgeknibbelt? Oder? Was? Was ist da los? Guck mal, direkt darunter ist ein Sticker, wo diese römisch 3, was für einen dritten Weg steht, geboxt wird. Also ah, ja, jetzt extremer jetzt, Sticker. Ja, ja. So, du siehst es, ja? Ja. Und jetzt beschweren die sich darüber, dass die Stadt die Sticker nicht entfernt hat. Aber über die linksextremen Sticker würdet ihr euch nie aufregen, dass sie die nicht entfernt hat. Also richtig. Soll jetzt die Stadt an jeder Scheißsäule hingehen und irgendwelche Sticker entfernen? Das ist halt einfach nicht machbar. Du, weißt du was? Mein Segen hat die Stadt. Gerne überall alle Sticker ab. An sich ja, ich sehe das genauso. Also linke wie rechte Sticker, wegen mir können die alle ab. Aber mir geht es so ein bisschen um die Doppelmoral hier. Auf jeden Fall, ja. Also der Sticker darunter mit dem dritten Weg, das wird überhaupt nicht jucken.
Das trifft jetzt schon wieder so einen Heulclip ab hier, ich sehe das. Ja, oh, unbedingt. Ja. Seid ihr selber hier lang? Habt ihr das abgeknibbelt? Oder? Nee, tatsächlich waren das Schüler. Also oh, die haben das gemacht, ja. Max und Laura machen klar. Ja, hier zum Beispiel steht kein Bock auf Nazis, ja genau, das ist deswegen. Machen klar, es gibt auch Schüler in der Schule, die sich eindeutig gegen rechts positionieren. Wenn das für Schüler abmachen, das sehen ja bekannte Leute aus der rechten Szene, dann kann das für die Schüler natürlich auch schwierig werden. Denn die rechte Szene sei hier sehr. Das ist doch Blödsinn. Wenn die rechte Szene so stark wäre, dann würde dieser Sticker da nicht hängen. Also was für ein behinderter Ansatz. Der linke Sticker meinst du jetzt? Ja, ja, genau. Ja, ja. Nee, aber auch ganz ehrlich, das hier ist doch auch nur was für Eingeweihte. Stell dir mal vor, irgendein Typ von der rechten Szene sieht, wie jemand einen Sticker abmacht, wo steht, pisst euch nach Berlin, da sind zwei Typen abgebildet, die du noch nie gesehen hast. Da weiß doch ein Rechter gar nicht, was das zu tun hat. Also als wäre das, die nehmen sich hier auch selber viel zu wichtig, finde ich. Da würde ich aber ehrlich gesagt widersprechen, weil Berlin ja so der Sündenfuhl der Politik mittlerweile oder der Republik ist, besser gesagt. Ja, aber diese beiden Typen kennt doch kein Schwein. Das sind ja keine Promis oder so. Wenn jetzt der Dieter von der Baustelle da langkommt, diesen Sticker sieht, der weiß doch gar nicht, worum es da geht so richtig. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das Kleinstadt- oder Dorfgespräch ist, tatsächlich. Also okay, unterschätze nicht den Buschfunk. Wegen mir, ich würde es bezweifeln, aber okay, dann benutzt man das mal als Arbeitshypothese. Auch okay. Etabliert und gut vernetzt. Der Rechte Daniel Grätz betreibt zwei Gaststätten. In einer von ihnen fanden die letzten beiden Jahre auch die Abschlussfeiern der Schulen statt, im Deutschen Haus. Der Name lässt ahnen, man möchte gerne unter sich bleiben. Gott, es gibt 1000 Gaststätten, die heißen zur Deutschen Eiche oder was? Alter, zum Deutschen Haus? Was ist denn euer Fuck-Problem? Wir leben in Deutschland und das ist ein Haus. Das ist dann auch ein deutsches Haus. Was ist denn hier los? Alter. Es muss Östürk-Haus sein. Dünnertmann. Genau. Zu Istanbul. Meine Fresse. Also. Alter Schwede. Was ich auch lustig fand jetzt, wie die einfach mal so nonchalant sagt, ja, der rechte Roland Grätz oder so. Also rechts ist ja überhaupt keine Beleidigung, logisch. Aber dass sie das einfach so betonen müssen. Ich meine, ich sag ja auch, ne, der Linke so und so hat dieses Restaurant. Also, können wir nochmal zurückspulen? Ich hatte nämlich rechts so rechtsextrem gehört. Das, okay, das war ab hier, wo die gehen. Moment. Sehr etabliert und gut vernetzt. Der rechte Daniel Grätz betreibt zwei Gaststätten. In einer der rechte Daniel Grätz betreibt zwei Gaststätten. Also, ja, ist er halt rechts. Also, er wählt die CDU, oh Gott, oh Gott. Ja. Gut, man könnte geben, die wollen es ja irgendwo einordnen. Aber hey, die beschweren sich jetzt nochmal über zum Deutschen Haus, wie wir uns das nochmal an. Von ihnen fanden die letzten beiden Jahre auch die Abschlussfeiern der Schulen statt. Im Deutschen Haus. Im Deutschen Haus, oh mein Gott. Wie sie es betonen muss. Name lässt ahnen, man möchte gerne unter sich bleiben. Der Name lässt ahnen, man möchte gerne unter sich bleiben, weil es das Deutsche Haus ist. Alter, Alter. Also wenn es jetzt das Ausländer-Raushaus wäre, oder was ist ich? Aber du siehst halt Haus? Wieder, wie sich das Fenster des Sagbaren halt wirklich über die Jahrzehnte hart verschoben hat, dass nicht mal so ein Standardname für so eine Gaststätte ist jetzt schon so eine rechte Hundepfeife anscheinend. Oder ja, was? Das ist echt absurd. Gottes Willen. Völlig absurd. Dabei ist man in Burg eigentlich schon unter sich. Ausländer gibt es kaum. Auf der Schule in Burg gibt es laut Max und Laura bei 500 Schülern nur 5. Und die hatten es nicht leicht. Und so müsste es eigentlich immer sein, dann würde die Scheiße auch funktionieren. Richtig. 1%, ja. Danke. Das ist eine wunderbare Quote. Dann müssen sich nämlich die 5 integrieren tatsächlich. Und assimilieren. Ja. Genau. Die können dann nicht untereinander ihre Sprache sprechen und oder die deutschen Schüler mobben oder irgendwas oder ihre Gebräuche da so hochhalten. Die müssen sich halt einfach anpassen. Und das ist gut und richtig so. So war es eigentlich schon immer gewesen. Aber die letzten 50 Jahre ist es so eskaliert in der BRT. Und ich meine, dass das Gegenbeispiel war doch die Woche erst in der Hauptpresse, wenn man so möchte, mit dieser, nicht Scharia-Polizei, sondern ne, diese Schüler da, die Scharia durchdrücken wollten. In Neuss war das, glaube ich, an der Schule, genau. Da gab es Schüler, die wollten Scharia-Polizei spielen, haben dann kontrolliert, ob die Mädchen und Jungs getrennt voneinander sich platzieren und so weiter. Und ob du dich verhüllst und ach Gott, das will... Ja. Ich finde das immer wieder, also ich finde es wirklich immer noch erstaunlich, dass diese vorgeblich Linken damit kein Problem haben, obwohl ein Kernthema der Linken Religionskritik war. Also ich raff das nach all den Jahren immer noch nicht, das ist... Ja. Wie diese Dissonanz im Kopf aushaltbar ist, aber naja. Sie trinkt ja, ne? Also. Ja, bei der geht alles klar.
So hält die das aus, ja. Dass sie regelmäßig Anfeindungen ausgesetzt waren. Nicht nur in der Schule, sondern auch auf dem Weg zur Schule und nach Hause zurück. Ja, also dass sie im Bus zum Beispiel mit Brötchenkrümeln beworfen worden sind. Ne? Warte mal, um wen geht's gerade? Ja, findet eine. Es geht um die 5 Schüler von die 5 ausländischen Schüler. Okay, ja. Die werden angeblich oder werden mit Brötchenkrümeln beschmissen und so. Aber die Frage ist, werden die das nur wegen ihrer Herkunft? Also gemobbt wird immer leider an Schulen. Ja. Also, der am meisten aus der Rolle fällt. Mobbing ist, bin ich kein Fan von, auch wenn jetzt viele wissen, da kommen jetzt vielleicht ein paar Drachenlord-Fans an oder so, aber auch da finde ich vieles übertrieben, was da passiert im Drachengame. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Juniorwahl an der Schule statt, eine Initiative, bei der Schüler eine demokratische Wahl für die Schule simulieren. Sie wählen eine Koalition zwischen AfD und NPD. Das, was uns Schüler auch berichtet haben, dass sich hier Jugendliche mit dem Hitlergruß begrüßt haben auf dem Schulflur. Ich dachte, das wird jetzt nochmal ausgeführt. Die Schüler wählen eine Koalition zwischen AfD und NPD. Moment. Eine Initiative, bei der Schüler eine demokratische Wahl für die Schule simulieren. Sie wählen eine Koalition zwischen AfD und NPD. Das hätte ich als 16-Jähriger auch gemacht, wenn mir so ein tugendhafter Lehrer da Demokratiespielchen aufzwängt, hätte ich genau geguckt, okay, was wird den am meisten anpissen, dann hätte ich es gewählt. Auf jeden. Also. Ganz ehrlich, wir wissen doch selber, unter Jugendliche sind irgendwie eher links, auf links gebohrt. Also ich denke ja, nicht, dass die alle so hart... Geht's noch tatsächlich. Wie bitte? An der Dorfschule geht's noch, meiner Meinung nach. Also trotzdem bezweifle ich irgendwie, dass, was weiß ich, jetzt da 90% AfD und NPD-Wähler sind. Gut, ich kenne jetzt auch die Wahlergebnisse. Wie gesagt, das sind ja keine Wähler, das sind... das ist ja eine simulierte Wahl, ne? Und klar tust du halt da ein bisschen rummimen, also logisch. Also kleiner Schwenk aus dem Musikunterricht. Einmal die Woche konnten wir wählen, was wir für ein Lied gerne singen wollten. Und das war dann immer die deutsche Nationalhymne tatsächlich. Nicht, weil uns das sonderlich interessiert hat, sondern weil wir gemerkt haben, dass es den Lehrer angekotzt hat. Geil. Und dann ist es immer diese scheiß Hymne geworden. Es hat uns ja selber zum Hals rausgegangen, aber dieser Blick von ihm war immer Gold wert. Richtig geil, ja. Ja. Und nur so mal so nebenbei, Caro, du hast es vielleicht nicht mitbekommen, weil du besoffen bist. Die Partei NPD gibt es nicht mehr, die heißt jetzt Die Heimat, seit Juni 23 schon. Also das ist schon 3 Monate lang, als ihr diese Doku gemacht habt, rausgebracht habt. Schöner Diss. Das, was uns Schüler auch berichtet haben, dass sich hier Jugendliche mit dem Hitlergruß begrüßt haben auf dem Schulflur auch. Ne? Das sind dann, also aus Sicht der Schüler sind das alltägliche Dinge einfach. Und sie befürchten auch keine Konsequenzen dafür. Mhm. Also das mache ich doch nur, wenn ich denke, ich komme damit auch durch. Ja. Ja, weil grundsätzlich, dass sie wissen, dass es falsch ist, 100 pro. Laut Laura. Ich sag, das sind Edgelords. Sag, das sind einfach Edgelords. Du kannst mir nicht erzählen, dass da an der Schule, dass das übelst die Nazis sind. Also, ja, wie denn auch in dem Alter, begreifst du das doch auch gar nicht? Ja, da bist du überhaupt nicht ideologisch gefestigt. Also vor allem in die Richtung. Also nee, ich zweifle so krass hart an. Ich hoffe halt für die, also wir sind ja jetzt erst bei 5 Minuten, vielleicht kommt das noch, dass die mal noch darauf eingehen, ob das eben nur Spaß ist. Oder wird ja auch vielleicht nicht interviewen die mal einen derjenigen. Ne? Ja, bitte. Laut Laura und Max sympathisieren die Schüler hier auch immer wieder inhaltlich mit den Zuständen des NS. Diese Klischees, die es immer sogar oder gibt, keine Arbeitslosigkeit, die hinterfragen ja nicht warum, ne? Dass es ja weniger Arbeitslose gab, einfach weil für den Krieg vorbereitet wurde und die Leute gebraucht wurden für die Rüstungsindustrie. Aber die Schüler denken halt, okay, Hitler hat dafür gesorgt, dass es keine Arbeitslosigkeit gab, dass die Autobahnen entstanden sind. Wir haben eine. Faktisch betrachtet stimmt das ja auch. Es war halt genau so. Habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Also, darf man jetzt nicht gegen Arbeitslosigkeit sein? Weil Hitler was gegen Hitler Arbeitslosigkeit gemacht hat? Und Autobahnen darf man auch nicht gut finden, oder was? Also, ja. Mir war das jetzt auch mal wieder zu zusammengeschnitten. Also, vorher sagt die noch, ja, die tun auch inhaltlich irgendwie mit NS sympathisieren. Dann fängt die mit Arbeitslosigkeit an. Also, hä? Arbeitslosigkeit ist ja jetzt kein Kernpunkt. Dass Hitler die abgebaut hat wahrscheinlich. Ja, aber das ist ja jetzt kein Kernpunkt der NS-Ideologie. Also, Naja gut, er hat ja, also damals war die Wirtschaftskrise, er hat ja da versprochen, dass er Abhilfe schafft mit diesem Arbeitsprogramm. Ja,
Ja, ist doch klar, aber wenn ich jetzt an Hitler denke, denke ich doch als erstes an Arbeitslosigkeit abschaffen. Also du vielleicht. Heutzutage. Also mir ist das zu mau. Mir ist das einfach zu mau und zu zusammengekartet hier. Ja. Sehr engagierte Kollegin hier an der Schule. Und die hatte das Thema Nationalsozialismus mit einer Klasse sehr lange behandelt. Und dann hat sie am Ende des Projektes im Grunde genommen die Klasse gefragt, wer könnte sich denn noch vorstellen, in die Hitlerjugend jetzt einzutreten, nach all dem Wissen, was sie jetzt gesammelt hat. Und haben sich, wie viele? Ich glaube, 9 oder 10 Jungs. Jungs haben sich gemeldet und haben gesagt, ja, wir würden immer noch eintreten. Wir haben halt vor. Weil wollen wir es nochmal wiederholen, oder? Die wollen provozieren, ja, also man muss denen das immer und immer wieder eintrichtern. Also ich denke, das war ja bei dir ähnlich. Ja. In der 8. Klasse hat Nationalsozialismus im Geschichtsunterricht immer stattgefunden. Ja. Für einen Großteil des Schuljahres. Ich fand das richtig extrem. Das ist vor allem, genau, ab 8. Klasse, wie du sagst, also zumindest bei uns in Sachsen, war es ja so, du hattest im Gymnasium 8., 9., 10. hattest du ja normalen Geschichtsunterricht und das ging so 8., 9., 10. eigentlich bis Ende durch, so grob, oder bis Zweiter Weltkrieg, weißt du? Mhm. Und dann fängst du 11., 12. Klasse Geschichtsunterricht, fängt nochmal davor an, nämlich bei so Wiener Bund fing das bei uns an. Also, hieß das Wiener Bund? Wiener Kongress, Entschuldigung. 1815 Wiener Kongress, also wo Napoleon besiegt wurde und so. Ja, wo die große Friedenszeit dann war. Ja, genau, so. Und dann hattest du mal ein halbes Jahr ganz coole Themen, da ging es so um Reichsgründung und so. Und dann kam wieder Hitler, Hitler, Hitler. Also du hattest, wie du sagst, von der 8. Schule an nur Hitler. Ja, und also jetzt als Kerl gesprochen, das, was einen mehr oder weniger interessiert hat, sozusagen der Zweite Weltkrieg an sich, der hat zumindest bei mir gar nicht stattgefunden, thematisch. Also, da hieß es dann, okay, der hat angefangen, dann war der vorbei, Deutschland hat verloren. Und jetzt machen wir Shoah, 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 Shoah und irgendwelche Rassengesetze. Ne? Also, das war bei uns zumindest anders, muss ich sagen. Also, da hatten wir auch die Kriegsjahre behandelt und wo welche Feldzüge waren. Und also so militär. Ja, das war wirklich ganz rudimentär. Ah, okay. Also es ging gut, immer auf klar. Die, ja. Im Vordergrund stand der Schuldkult auch bei uns, aber wir hatten auf jeden Fall, das weiß ich noch, so wie der Kriegsverlauf halt war einfach. Nee, das war also wirklich ganz, ganz, ganz schmalspurig da. Ja, okay. Fälle gemeldet, die verfassungsfeindlich waren. Wir haben jetzt nicht, es war jetzt nicht, weil wir unterschiedliche Meinungen zur Flüchtlingspolitik haben, sondern da wurden Hitlergrüße gezeigt, da wurden Aussagen getätigt, die einfach verfassungsfeindlich sind. So, die eine Zeit verharmlosen, die wir hoffentlich alle irgendwie nicht mehr hier haben wollen. So, und da ist es unsere Aufgabe als Lehrkräfte, aber auch als Demokraten zu sagen, okay, hier ist eine Linie überschritten worden. Alter, so, das muss gemeldet werden. Betonen, du bist so ja, also das ist ein übelster Kack. Und deswegen gehen die Schüler dem so auf den Sack. Also der hat so eine beschissene Art, das merkst du hier schon nach den paar Minuten Doku. Ja, wir als Demokraten und so. Das ist, wie gesagt, dieses Oberlehrerhafte, dieses Pissige. Und es tut mir leid, aber ich muss jetzt auch mal wieder auf die Person gehen. Also seine Ausstrahlung, seiner Körperhaltung, so, er sieht halt so ein bisschen wie dieser Säukack aus. Ganz ehrlich, er ist halt ein übelster Blob. Also ich gehe vielleicht noch ein paar Frames davor, sieht man das hier vielleicht. Einfach, guck mal, die Männertitten, die der hat. Also. Ja, leider, ne? Also, sehe ich da dem seine Nippel? Links, ja. Ja. Wenn wir im selben Frame sind. Ja, wir sind im selben Frame. Also, Alter. Achso, ich wollte noch gerade sagen, das war mir jetzt entfallen, der hatte doch gerade gesagt, hier, da haben sich dann 9 Jungs da gemeldet, nach einer Projektwoche zum Nationalsozialismus. Also das war sozusagen das, was wir da immer mal so im Jahr kurz erlebt haben, haben die nochmal hier im Intensivkurs gehabt. Ja, natürlich habe ich dann richtig Bock. Dann eckst du halt an, ja klar. Ja, also einfach um den Leuten auf den Sack zu gehen. Und vor allem um so einem Typ auf den Sack zu gehen. Ja. Der so, weil du genau weißt, den regt das auf. Diesen Blob, den tue ich jetzt mal richtig triggern. Dazu mal alle sagen, jawohl, Heil Hitler. Den Blob lasse ich über das Stöckchen springen, ja. Ja, ja. Was Maxi erwähnt, ist wichtig. Recht sein ist eine politische Einstellung. Auch wenn Lehrer persönlich eine andere Einstellung haben, dürfen sie die der Schüler nicht ablehnen. Ganz egal, ob rechts oder links. Aber sie sind laut des sogenannten Neutralitätsgebotes für Lehrer gleichzeitig dazu verpflichtet, verfassungsfeindliches Verhalten zu melden und Schüler auf den demokratischen Weg zu bringen. Also, weil das ist ja wahrscheinlich... Gemutet, klassischer. Wir haben doch gerade gesagt, recht sein als politische Meinung ist okay. Und im nächsten Satz sagen sie, aber ihr müsst sie dann auf den richtigen politischen Weg führen. Ja. Also was zur Hölle? Ja.
Also die meinen das einfach selber nicht ernst. Recht sein ist okay. Das sagen die nur so. Aber es ist nur eine Phase, aber komm ins Licht. Komm ins Licht, genau. Werde links. Okay, Bildung und ne, Aufklärung. Funktioniert das denn? Hat das in diesem Fall denn funktioniert? Ich glaube, das würde funktionieren, wenn Schule nur wie ein Gesamtbild, aber Schule ist ja nur ein Puzzleteil. Und die Gesellschaft drumherum, die Elternhäuser, Sportvereine, andere soziale Medien, die sind andere, das sind die Puzzleteile, da passt es nicht. Dann kann man hier sich hier auf den Kopf stellen, aber Schüler mit gefestigter Meinung wird man so nie erreichen. Ne? Schule ist immer Spiegel der Gesellschaft vor Ort. Jeder hat ihre individuellen Probleme, was einheitliche Lösungen schwierig macht. Laura und Max prangern vor allem auch die Untätigkeit der Schulleitung an. Wir haben die Schule um eine Stellungnahme gebeten, aber keine Antwort bekommen. Später wird klar, nicht jeder feiert den Brandbrief der Lehrer. Die Kanonen brauchst du nicht aufnehmen. Wieso nicht? Der ist ein Verbrecher. Muss man die anderen Lehrer fragen oder die so 10%, was von dem in der Presse gebracht wird, ist wahr. Das andere ist alles gelogen. Das sagen die Lehrer, die da in der Schule arbeiten. Passiert? Tatsächlich. Ja. Also er hat sich nicht zum Deppen gemacht. Nee, gar nicht. Ich wollte nur mal ganz kurz hören, was er am Anfang sagt. Ganz, ganz kurz. Warte, ich finde das wichtig. Moment. Mhm. Nicht jeder feiert den Brandbrief der Lehrer. Diese Ganoven brauchst du nicht aufnehmen? Oder? Diese Halunken oder so, ne? Ja, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ich dachte, denen geht es darum, nämlich am Anfang, dass er nicht gefilmt werden will. Dachte ich das auch. Ist ja sein gutes Recht. Ja. Das ist ja sein völlig gutes Recht. Also. Ja, ist halt komisch, dass sie den dann trotzdem jetzt hier so zeigen. Also, wie gesagt, ich habe es jetzt vielleicht falsch verstanden. Ich will es jetzt nicht noch ein drittes Mal hören. Das nervt euch und den Zuschauer auch. Vielleicht habt ihr es anders verstanden, könnt ihr uns gerne sagen. So, jetzt steigt ihr jetzt das Auto ein. Tatsächlich dementieren einige Schüler und Lehrer die Zustände. Fest steht aber, seit dem Brandbrief sind 16 Anzeigen aufgrund rechtsradikaler Vorfälle an der Schule eingegangen. Ja, aber das heißt ja jetzt gar nichts. Eine Anzeige ist erstmal nur eine Anzeige. Also ist jetzt irgendwie kein Beweis. Steht halt Aussage gegen Aussage, wenn ich es jetzt mal so runterbreche gerade, oder? Ja, wobei man sagen muss, also das Foto vor uns, das du ganz am Anfang gezeigt hast. Ja, das ist klar. Auch im Thumbnail ist ja gut klar. Was halt jetzt anders angeht, ja, muss man halt sehen. Gut, weiter. Ja. Ich frage mich, haben die Schüler hier wirklich ein Problem mit Rechtsradikalität oder überschreiten sie bewusst einfach Grenzen? Also ich glaube, es gibt Jugendliche, deren Elternhäuser da durchaus so eine Meinung vertreten. Weiß ich auch von Kollegen, die das berichtet haben, dass es Elternhäuser gibt, in denen zum Beispiel dann bei WhatsApp im Status irgendein Hitlerverherrlichendes Bild steht oder sowas. Ne? Oder E-Mails unterschrieben werden mit deutschem Gruße. Genau. Echt? Ja. Also da steckt im Elternhaus teilweise wirklich eine verfestigte rechtsextreme Meinung oder Rechtsradikalität. Man ist nicht da bin ich vielleicht jetzt selber gar nicht so im rechten Game drin. Mhm. Mit deutschem Gruße, ist das rechtsextrem? Also, der deutsche Gruße, ist das irgendwas, was nazimäßig ist? Das ist wahrscheinlich wie... Ach so, deutscher Gruß soll Hitlergruß sein. Naja, wahrscheinlich in der Richtung geht's wieder. Ach, okay, alles klar, ich hab's mal schnell gegoogelt. Der Hitlergruß offiziell und im nationalsozialistischen Sprachgebrauch auch als deutscher Gruß bezeichnet. Ah, alles klar, okay, gut, das wusste ich jetzt tatsächlich gar nicht. Ah, okay. Okay, gut. Also was soll ich dazu sagen? Ich bin auf dem Land groß geworden an der Stelle. Ja, es herrscht da so ein rauerer Ton und so und es gibt diese Leute. Mhm. Ah, und das ist halt das Pendel in der anderen Richtung von Berliner Umgebung, meine Güte. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass die Neger klatschen oder sowas, ne? Wie hier in American History X auf dem Bordstein. Yeah. Das passiert halt eben auch nicht. Einfach ein bisschen Gelassenheit entwickeln. Man ist nicht unbedingt Nazi, nur weil man als Jugendlicher mal einen Hitlergruß macht, so geschmacklos das auch ist. Trotzdem verlasse ich Burg mit dem Gefühl, dass hier in der Stadt wirklich mit Rechtsradikalität sympathisiert wird. Wir wurden off-camera zweimal angepöbelt. Wir haben einen Typen mit einem Nazi-Tattoo auf der... Warte, hä? Wie off-camera? Also ihr habt die dann einfach nicht eingeschaltet. Ja, wahrscheinlich. Wurde zweimal angepöbelt. Naja, aber was heißt das, angepöbelt? Das kannst du dir doch jetzt aus dem Arsch saugen. Also oder? Ich würde es denen sogar glauben, aber die Frage ist halt jetzt so ein bisschen, naja, was heißt angepöbelt? Also wenn man ihnen einen dummen Spruch bringt, von wegen, ja, blöde GEZ-Typen oder so. Also Lügen, das finde ich ist jetzt zum Beispiel kein Anpöbeln oder so. Also ich könnte es mir tatsächlich sogar vorstellen, weil wenn ich jetzt so ein Kamerateam sehen würde auf so einem Dorf, Und da ist man halt eher rechts drauf, dann klar bringt man da vielleicht mal einen krassen Spruch.
Ja, klar. Und die haben, was haben sie gesehen? Ein Nazi-Tattoo auf einer Wade? Moment. Gepöbelt. Wir haben einen Typen mit einem Nazi-Tattoo auf der Wade gesehen. Wow. Kein Wunder eigentlich, dass es diese Probleme dann auch auf der Schule gibt. Ich will wissen... Aha, weil ihr einen Typen mit einem Nazi-Tattoo gesehen habt. Das ist doch eigentlich ein guter Schnitt fürs Dorf, also... Ja, also wie viele Leute habt ihr denn im Dorf gesehen? Dann nur einen? Also, hä? Ja, Gott, ey. Okay, so, jetzt ist er hier wieder nach dem Saufabend hier zu Hause mit dem Laptop. Im guten Berlin. Puh. Wie es im Rest von Deutschland aussieht. Es gibt ständig irgendwie Hitlergrüße vor Jugendclubs, in Schulen. Ein aktueller Fall besagt, dass irgendwie zwei Leute einem Mitschüler ein Hakenkreuz in die Haare rasiert haben. Das sind alles Einzelfälle, aber von denen gibt es ganz schön viele. Gleichzeitig findet NS und Hitler-Content im Netz. Erinnert mich doch an irgendwas mit den vielen Einzelfällen. Die vielen Einzelfälle. Wollt ihr etwa sagen, dass man von Einzelfällen auf ein Muster schließen kann? Dass viele Einzelfälle ein Muster geben? Noch hat sie es ja nicht gesagt. Vielleicht sagt sie, aber darauf kann man jetzt keine Rückschlüsse ziehen auf die Allgemeinheit. Das ist jetzt irgendwie recht. Ja. Und übrigens, was hat die denn für ein T-Shirt an? Ist das ein verbotener Buchstabe, den ich hier sehe? Naja. Also, was soll das? Oder steht das für Zorro? Auf etlichen Plattformen statt. Hängt das zusammen? Wie man hier sieht, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es ist eine Normalisierung von Hitler. Das ist auch kein neues Phänomen. Also so Stickerpakete kann man sich ganz einfach runterladen. Was mich fast mehr überrascht hat, ist, dass eben auch auf so Seiten wie zum Beispiel Pinterest Leute Adolf-Ordner haben und da eben Memes sammeln. Manchmal werden okay, das passt gerade harmlose sehr gut, Aussagen ja mit Hitler verknüpft. Andere sind offensichtlich antisemitisch. Aber auch Alter, warte, den hier fand ich richtig nice. All I want for Christmas is you. Alter. Sind offensichtlich antisemitisch. Aber auch eben Bilder mit Hakenkreuzen. Das ist teilweise auch recht ästhetisch. Also es gibt... Das ist edgy as fuck. Oh, was ist ästhetisch? Hat sie gerade den Holocaust relativiert? Ja, warte. Oh. Nochmal jetzt im Ganzen. Recht ästhetisch. Also es gibt Hitler in Pop-Art zum Aufhängen. Sehr entkoppelt von irgendwie NS-Gräuel, würde ich sagen. Und dann gibt es aber eben auch diese Kunstseiten, wo man so richtig strange Rabbit Holes entdeckt. Was meint ihr, wenn ihr das hört, was hier zu sehen ist? Ich wette, ihr kommt nicht drauf. Das ist Bonk. Hier sieht man eine Art NS-Anime, das sich an Elementen bedient, die gerade für Kinder und Jugendliche ansprechend sein können. Dabei checken die bestimmt gar nicht, was sie da sehen. Und nochmal zur Einordnung. Das Hakenkreuz ist ein verbotenes Symbol, ganz egal, ob in Anime oder auf... In Deutschland wohlgemerkt. Ja. In Polen nicht, zum Beispiel. Ja. Gott, das stresst hier total. Das ist echt krass. Also wir haben erst 10 Minuten geguckt. Du Scheiße, ja. Gott. Ja, aber man hat halt so viel zu sagen zu dem Dreck. Oh Gott, das schaffen wir nicht in einer Folge. Nee, aber guck mal kurz. Oh, fast eine Dreiviertelstunde, ja. Ja, ja. Sagen wir, suchen jetzt einen schönen Cut. Ja, also und dann machen wir. Wir sind ja noch 2 Minuten oder so, dann sind wir in der Mitte von der Folge. Ja. Und dann machen wir nächstes Mal einen zweiten Teil. Schultischen. Die Darstellung und Verbreitung ist strafbar. Durchweg fällt mir aber auf, dass es oft sehr, sehr junge Menschen sind, die sowas verbreiten. Interessant ist, dass es gerade auf Telegram eben auch so Gruppen gibt, die heißt... Okay, warte mal kurz. Auf Telegram eben auch so Gruppen. War das hier gerade Assassin's Creed oder ja, so? Ja, eben. Das, junge ja, Menschen sind, die sowas verbreiten. Interessant Und dann aber hier irgendwelche islamischen Verse dazu? Okay, ja, interessant. Ja, eben. Ist ja ganz eigenartig. Was hat sie denn da eingegeben? Ja gut, ich meine, die Schnittmenge war ja vorhanden im Nationalsozialismus, ne? Zum Islam. Ja. Darf man das sagen? Interessant ist, dass es gerade auf Telegram eben auch so Gruppen gibt, die heißen dann Hitler-Memes. Wenn man da drauf geht, sieht man aber, dass es da durchaus auch um Inhalte geht. Ich will verstehen... Gott... Ich dachte, jetzt kommt so und dann sieht man aber Göring oder sowas, weißt du. Bei der Gruppe mit Hitler-Memes. Ja. Naja, Inhalte bei Memes, ich bin gespannt. Ja. Welchen Einfluss das auf die Konsumenten hat. Ich spreche mit Christian Schwarzenegger, derzeit Professor für Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Uni Bremen. Natürlich, das Humorige wird auch oft so ein bisschen am Köder ausgeworfen oder halt ein Lockvogel platziert. Der soll Interesse und Aufmerksamkeit geben. Warum sehen diese Typen alle gleich aus? Ich wette, er ist in irgendeiner Stiftung oder sowas. Ja. Das sage ich jetzt voraus und wir schauen es bis zur nächsten Folge mal Stimmt. nach. Stimmt, Heinrich Böll Stiftung oder so. Ja. Vielleicht hören wir uns nochmal den Namen an, dann google ich das hier gleich live. Moment.
Einfluss das auf die Konsumenten hat. Ich spreche mit Christian Schwarzenegger, derzeit Professor für Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Uni Bremen. Das Humorige wird auch oft so ein bisschen köder ausgeworfen oder halt ein Lockvogel platziert. Der soll Interesse und Aufmerksamkeit generieren. Und wenn man da mal draufgeklickt hat, nachgegangen ist, dann findet man die manchmal explizitere politische Verwandlung. Viel Content wie hier findet aber ganz ohne politische Einordnung statt. Und solche geschmacklosen Collagen auf Musik sind beliebt. Das hier finde ich zum Beispiel richtig schockierend. Das ist halt edgy as fuck. Ja. Also, ich meine, es gibt auch schon seit Jahren irgendwelche dämlichen Hitler-Parodien. Und das ist genauso eine Parodie. Also, weil Hitler hat halt viel kranken, bösen Scheiß gemacht. Das ist halt in so einem hübschen Lied besingen, weißt du? Also, was irgendwie lustig klingt. Und dadurch entsteht halt diese Schere. Bei Humor, es lebt ja oft von Gegensätzen, weißt du? Und da entsteht halt so eine Schere zwischen den Taten von Hitler und diesem lustigen Lied und dazu noch dieser irgendwie witzige Akzent, den er hat. Also, das ist ein fucking Meme, Leute. Es ist ein Meme. Ich glaube, diese, ich sag jetzt mal, Tugendwächter hier, die würden auch am liebsten Charlie Chaplin verbieten wollen. Wenn das irgendwann zu trüber ist für die. Hast du ihn gefunden eigentlich? Ja, warte, ganz gut. Ja, okay, alles klar. Naja, also Schwarzenegger Christian, ich sehe jetzt nicht genau, dass er irgendwo mitarbeitet, aber er hat mal bei der Heinrich-Böll-Stiftung, die Herausgeber gewesen ist, was veröffentlicht. Tja, wie soll ich sagen? Gotcha? Also, und Heinrich-Böll-Stiftung war ja die Stiftung der Grünen, richtig? Also, ja. Kann man könnte nicht auseinanderhalten, aber ja. Ja, das ist von der Grünen Stiftung. Ja, man könnte schon ahnen, wo die Reise hingeht. Also, er wählt stramm CDU. Grüner Block. Ich bin ganz sicher. Ja. Okay, wir hören uns das mal noch an, dann machen wir vielleicht irgendwann eine Pause. Einerseits, weil jemand da echt Zeit investiert hat und andererseits, weil es offensichtlich irgendwie auch noch entertaining sein soll. Ich habe super, super viele Zuschriften bekommen und auch gemerkt, dass ich so meine Überraschung über dieses Phänomen, dass viele Leute das gar nicht teilen, eben weil sie sagen, ja, das gibt's schon lange und das findet überall statt. Für diesen Film. Und da haben die Leute einen Punkt und die Frau hat einfach unterm Stein gelebt. Ja. Und das als Journalistin, ich glaube, so nennt sie sich ja selber, ne? Vor allem ist sie ja ein bisschen jung, also die ist jünger als wir. Die ist 95 geboren. Aber ich denke, in Berlin kriegst du es wahrscheinlich nicht mit, ne? Diese Lebensrealität. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, man muss doch nur ins Internet gehen. Das Internet ist voll von solchen, also schon immer gewesen, schon zu Flash-Zeiten, weiß ich noch, so in den 2000ern, als es noch solche Flash-Videos gab. Ja. Da war auch schon damals extrem viel mit Hitler. Also, oder hier, ich sitze im Bonker oder so, es war so ein dämliches Lied. Also, ach Gott, ja. Ja, ich habe schon so viele dämliche Hitler-Parodien und Verarschen gesehen. Das war doch diese Jamba-Zeit, das konnte man doch sogar als Klingelton kaufen. Genau. So Scheiß. Eben. Da war die so 7, da hat sie, eigentlich hätte sie nur mal einen Fernseher anmachen müssen. Und normal, ihre Eltern sind irgendwie Moderatoren. Bei RTL oder bei Tagesschau, irgendwie sowas. Ja. Egal. Also sie wird auch mit Fernsehen in Kontakt haben, Kontakt gewesen sein, das meine ich. Ja. Recherchiere ich gemeinsam mit meinem Kollegen Josh. Ich fahre nach Essen. Ich würde sagen, das ist ein guter Schnittpunkt. Ja, ich würde auch sagen, das ist ein guter Schnittpunkt. Ja. Dann machen wir hier erstmal Pause, Leute. Wenn Joshi ins Spiel kommt. Ja. Also ihr merkt, wir haben viel dazu zu sagen, dann schauen wir uns das in dem zweiten Teil nochmal an. Ich gebe zu, ich hätte es gar nicht so erwartet, dass wir da viel zu sagen, weil es ist für uns ist es ja wirklich, nichts Neues, ne? Also, für viele halt auch nicht. Eben deswegen haben wir ja viel zu sagen, weil das so absurd ist, dass sie daraus so ein großes Ding machen. Und da ist man echt bei jedem Satz dazu geneigt, hier mal einzusteigen. Aber gut, das ist ja auch richtig. Ich meine, deswegen seid ihr hier. Ja. Weil wenn ihr das Originalvideo schauen wollt, dann könntet ihr auch bei Y-Kollektiv gucken. Ihr Armen. Ihr Armen, ja. Gut. Ja, bis hierhin war es ganz schön. Dann, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.